Okay. Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir meinen Gast bei uns, und zwar meinen Bruder. Tag. Genau. Also wir haben heute noch Ferien. Also wir kommen ein bisschen später, das ist jetzt Vorprozess Video. Das kommt ein bisschen später. Und wir haben uns gedacht, wir können mal ein tolles Video aufnehmen. Genau. Und fragt euch natürlich, warum. Weil wir so schön, slit, so schlau, slit, so schlank und rank. Wer man ist, weil nein, ich glaube deswegen nicht. Ist auch egal. Fangen wir mal an. Wir machen heute nämlich eine Challenge, und zwar die Now Your BFF Challenge oder so. Es gibt nämlich einen komischen Instagram-Account, der postet so komische Bilder. Genau. Da ist Now Your BFF. Link in der Beschreibung. Ja, genau. Und der postet halt Bilder und so zwei Möglichkeiten, das auszuwählen. Du musst halt dann in seinem Kopf denken, was er nehmen würde, oder muss der andere halt raten, was er nehmen würde, und dann mal Punkt, und dann muss dann der Verlierer halt mal ein Video gucken, also ein Video von mir gucken. Das ist eine Bestrafung. Genau, dann lass uns einfach mal anfangen und. Okay, wir fangen an. Fängt der Schnuck? Okay. Alles klar. Gut. Was machst du, du Pisser? Du Pisser! Ich hab verkackt. Alles klar. Alles klar? Klar. Was muss ich jetzt machen? Du kannst mir jetzt ein Bild zeigen und dann muss ich dann raten. Das ist eine Pizza. Oh. Okay. Würde dein Freund eher jede Language flüssig sprechen? Ja. Oder jedes Instrument masterfully spielen? Also jede Sprache flüssig oder jedes Instrument gut spielen können. Ist halt beides cool, ne? Ich glaube, du würdest eher jede Sprache für sich sprechen können wollen würden. Ja, da muss ich dir jetzt leider recht geben. Ja, okay, ich würde sagen, das Bild würde ich eher jedes Mind lesen können. Genau. Ja. Oder mich überall hin teleportieren können. Aber ich denke, du würdest das Teleportieren nehmen. Okay, es ist beides cool, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr nehmen würdet. Aber ich denke, ich nehme das zweite, also teleportieren. Würde ich eher eine Vagina auf der Stirn haben oder eine Reihe von Penissen auf meinem Rücken, wie so ein Stegosaurus. So, was steht da? Alles klar. Ja, das steht dir echt. Ja, Mann, was ist das für ein Scheiß, ey. Ja, aber ich denke eher, du würdest eine Vagina auf der Stirn haben, als einfach so Penis am Rücken. Aber es ist halt so ein zweiter. Wenn du eine Vagina da hast, der kann einfach eine Mütze aufziehen oder so, und dann ist es versteckt, merkt das keiner. Aber wenn du jetzt so viel eine Reihe hier hast, dann kannst du das nicht ganz gut verstecken. Praktisch. Ja. Genau. Okay. Dann das nächste. Das habe ich wieder auf. Okay, würde ich eher einmal eine Zahlung von 100.000 Euro bekommen oder eine Karte, also eine Kreditkarte, wo immer 25 Euro drauf sind? Ich glaube, du würdest die 100.000 Euro wegnehmen. Die 100.000 Euro. Das habe ich am Anfang auch gedacht, gerade aber. Wenn du eine Karte hast mit immer 25 Euro drauf, dann kannst du halt einfach immer Essen bestellen oder so. Oder einfach das Geld abheben, dann rausziehen, wieder reinstecken, noch mehr abheben, kannst du 25 Euro abheben und dann hast du dann einfach irgendwann sozusagen unendlich Geld. Wie hast du dann? Nein, das habe ich verloren, oder? Fuck. Ja, stimmt. Haha, du Opfer. Dann hast du bestraft für dich. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Das Video war jetzt viel, aber das Video könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen. Abonnieren wäre natürlich auch sehr gut. Und er ist jetzt tot, also brauche ich kurz ein bisschen Geld. Büchte von allen guten Geistern verlassen. Und natürlich auch, weil er jetzt tot ist, kann er. Könnt ihr mal ein paar Likes da lassen, ne? Hahaha, ja, okay, tschüss. Okay. I've got no roots, but my home was never on the